Fahrzeug wieder an. Wenn ich gehe, ich gebe dir meine Sachen wieder. Alex, wo bleibst du denn? Soll ich runterkommen? Nein, nein, der Notarzt versorgt sie gerade. Danach wollte ich mit dir reden. Ja, okay. Bis dann, ciao. Also an der Tür sind keine eindeutigen Einbruchspuren. Da muss er den Täter reingelassen haben. Danke. Also ich habe die junge Frau jetzt erstmal versorgt. Die sitzt so im Schlafzimmer. Er hat sich beruhigt jetzt erstmal. Okay, vielen Dank. Lass uns kurz alleine. Hallo. Mein Name ist Kras, ich bin von der Kripo. Es tut mir sehr leid, was passiert ist. Kann ich trotzdem ein paar Fragen stellen? Darf ich du sagen? Du warst also hier im Zimmer, als es passiert ist. Ich habe gelesen und dann hat es an der Tür geklingelt. Kurz danach habe ich das Geschrei gehört und dann den Schuss. Was denn für ein Geschrei? Mein Vater hat sich mit irgendeinem Typen gestritten. Keine Ahnung wer, aber ich habe die Stimme schon mal gehört. Worum ging es denn bei dem Streit? Der Typ hat irgendwas von Papa gewollt. Rück's raus, hat er gesagt. Die haben sich voll gestritten. Ich habe total Angst gekriegt und die Tür abgeschlossen. Dann war da auch schon der Schuss. Und danach, nach dem Schuss? Habe ich die Tür zu knallen gehört. Ich bin dann sofort raus. Mein Vater, der lag blutend auf der Couch. Ich habe noch versucht, erste Hilfe zu leisten und habe den Notarzt gerufen, aber bis dann wer kam. Es tut mir wirklich sehr leid. Hast du vielleicht eine Ahnung, wer es gewesen sein könnte? Bestimmt irgendwer aus dem Haus. Mein Vater war hier Hausmeister und nicht gerade beliebt. Warum? Er war super streng, er hat es hier immer als seine Siedlung angesehen, sein Revier. Die Mieter haben ihm dann gesagt, dass er das lassen soll, sonst würde er es zurückkriegen. Mann, das arme Mädel hat jetzt niemanden mehr. Was ist denn mit der Mutter? Sie ist vor 10 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Holger Radke hat sie dann adoptiert. Und der leibliche Vater? Unbekannt. Junge, Junge. Ich komme gerade von der Wache, die für die Siedlung des Opfers zuständig ist. Und, was sagen die Kollegen? Der Hausmeister stand da ständig auf der Matte. Mindestens einmal im Monat. Naja, es sind ziemlich auf den Keks gegangen, die Kollegen. Der hat ständig irgendwelche Hausbewohner angeschwärzt. Weswegen? Ach, alles Mögliche. Verbotenes Grillen, illegale Abfallbeseitigung, Förderung der Prostitution, Drogenhandel, Beleidigung und. So macht man sich natürlich keine Freunde. Nee. Ja, okay, aber du erschießt doch niemanden, weil du im Innenhof nicht grillen darfst, oder? Ja, vielleicht im Affekt. Ja, einen Hausbewohner hat er auf jeden Fall besonders auf der Rolle gehabt. Tillmann heißt er. Den hat er mehrmals wegen Drogenhandels angezeigt. Steht auch in der Akte. Ja. Warte. Ach, hier. Ja, die haben sogar bei der Durchsuchung seiner Wohnung 5 Gramm Amphetamin und ein paar Pillen gefunden. Die Gerichtsverhandlung ist in 2 Monaten. Also bei der Menge ist er wahrscheinlich eher Konsument als Dealer, oder? Die müssen ja nicht alles gefunden haben, die Kollegen. So oder so, der Typ hat ein Motiv. Sehe ich genauso. Deshalb werden wir mal einen Besuch abstatten. Oder?
Also ich habe gerade keine Zeit. Ich muss gleich zur Hausverwaltung und mich da mal ein bisschen über den Hausmeister schlau machen. Ja, ich habe einige der Hausbewohner vorgeladen. Der erste kommt gleich. Dann komme ich mit. Alles klar. Dann kannst du mit den anderen Hausbewohnern sprechen. Besser mal ein bisschen zurückgehalten, dann wird er sich jetzt nicht die Radieschen von unten anschauen. Sie müssen ziemlich wütend auf ihn gewesen sein. Hallo? Der hat hier voll den Kopf raushängen lassen, der hat alle tyrannisiert. Also, da muss ich Steffen jetzt echt recht geben. Ich habe einmal den Müll nicht richtig sortiert gehabt und dann hat er uns den ganzen Dreck vor die Tür geworfen. Ja, und wie oft sind die Bullen hier auf der Matte gestanden? Wir haben ihn immer voll aufgedreht. Nur mit ein paar Kumpels ein bisschen Musik gehört. Mit ein paar Kumpels und mit ein paar Drogen. Hier gibt's keine Drogen. Als die Drogenfahnder die Bude auf den Kopf gestellt haben, wegen diesem Möchtegern-Kopf, haben wir nichts mehr damit zu tun. Stimmt's? Robert, was gibt's? Ja? Ja, ich brauche hier noch einen Moment. Wen hast du als nächstes auf der Liste? Nein. Okay. Ja, ich komme dann zu dir. Bis dann, ciao. Wollen Sie mir was sagen? Jetzt lassen Sie uns einfach in Ruhe, ja? Wir können nichts dafür, dass der tot ist. Man wundert sich nicht, dass der tot ist, so wie der die Leute terrorisiert hat. Einige sagen jetzt sicherlich richtig so. Sie auch? Immerhin hat der Mann Sie und Ihre Familie viermal angezeigt. Und die letzte Anzeige ist ja noch nicht allzu lange her. Na, der hat einem ja alles verboten. Der hat Elena sogar das Seilspringen im Hof untersagt. Und bloß nicht Rollerblades fahren, könnten ja Kratzer in den Asphalt kommen. Und deshalb wünscht man jemandem sowas? Na, Sie haben ja gut reden. Er ist sogar gegenüber meinem Mann handgreiflich geworden, ja, nur weil der Grill nicht am richtigen Platz stand. Und dann die Sache letzten Dienstag mit Rudi. Wer ist Rudi? Elenas Hase. Wir waren mit Rudi beim Tierarzt, ja? Und als wir wiederkommen, sieht der Hauswart uns mit dem Hasen und... Nee, ich darf gar nicht dran denken. Wieso? Was denn passiert? Also ja, der hält uns auf und sagt, Haustierhaltung ist hier verboten. Ich ist doch nur ein Hase. Er, Hase ist Haustier. Und so ging das die ganze Zeit hin und her. Und plötzlich reißt der Elena den Hasen aus der Hand und brüllt, dass er das Problem jetzt selber löst. Das ist so gemein. Der einfach meine Hasen weggenommen. Ist doch alles gut, du hast doch deinen Hasen jetzt wieder. Wenn Papa wiederkommt, dann kriegt er es zurück. Das macht er dann nie mehr. Apropos, mit Ihrem Mann müsst ihr natürlich auch noch sprechen. Wo erreichen wir denn? Ja, also das ist jetzt so, der ist in der JVA. Dann hat sich die Frage, wo er gestern war, wohl erübrigt. Wir waren den ganzen Abend zu Hause, haben gechillt und ein paar Filme geguckt. Stimmt das? Wer ist denn das jetzt? Kann Ihr Alibi vielleicht jemand bestätigen? Hallo? Es waren ja ein paar Kumpels hier. Wir waren alleine. Wir wollten einfach mal unsere Ruhe haben. Ja, klar, der ist weg. In der Küche. Hier. Haben die Kollegen in jedes Haus gefunden. In der Böschung. Womöglich die Tatwaffe. Also das Opfer wurde aus nächster Nähe erschossen. Ein Bauchschuss. Der Darm wurde verletzt und er ist dann innerhalb weniger Minuten verblutet. Hier, das Projektil habe ich aus der Wunde. 9 mm. Als Tatwaffe kommen also diverse Handfeuerwaffen in Betracht. Wahrscheinlich handelt es sich bei der Tatwaffe um eine Heckler & Koch P8. Die wurde nämlich in der Nähe des Hauses gefunden. Hm. Naja, das können ja dann die Kollegen von der Ballistik klären. Ich gebe das Projektil gleich mal rüber. Mhm. Die Waffe gehört dem Opfer. Der hat früher mal im Sicherheitsdienst gearbeitet und seitdem einen Waffenschein und eine Waffenbesitzkarte. Hm. Also dann wurde der Mann ja demnach mit seiner eigenen Waffe getötet. Ja. Aber verwertbare Fingerabdrücke haben wir darauf leider nicht gefunden. Also ich hätte noch ein paar Spuren für euch. Unter seinen Fingernägeln waren Hautpartikel. Vielleicht gab es vor der Tat eine Rangelei. Ja, das hat seine Tochter auch ausgesagt. Was denn mit der DNA? Ist sie bei uns gespeichert? Der Abgleich läuft noch. Aber eins kann ich sicher sagen. Die DNA ist auf jeden Fall männlich. Ja.
Und? Was haben die von der Hausverwaltung gesagt? Aber warte mal kurz. Naja, die haben gesagt, dass sich einige Mieter regelmäßig über den Hausmeister beschwert haben. Ist doch kein Wunder, so wie der sich aufgeführt hat. Naja, gut, als Hausmeister, da muss man auch nicht everybody's darling sein. Der hat sein Haus voll im Griff gehabt. Ja, schön. Trotzdem konnte ihn keiner leiden. Ja, die Hausverwaltung fand ich spitze. Ach, vielen Dank. Hey, kannst du dir nicht selbst was kaufen? Nein, ich habe mein ganzes Geld wieder Robert geliehen. Na ja, gut. Dann fand die Hausverwaltung ihn vielleicht toll. Aber alle anderen, wie gesagt, haben ihn gehasst. Deswegen sagen die auch nichts. Selbst wenn die wüssten, wer es war. Die Mieter mauern alle. Wir müssen irgendwie rauskriegen, was da abgegangen ist. Wir müssten jemanden haben, der näher an die Mieter rankommt.